Auf Satellitenbildern von Südkorea kann man im Meer geheimnisvolle Streifen erkennen. Auf einer riesigen Fläche entlang der Küste reihen sie sich aneinander, kilometerweit. Fliegt man näher ran, erkennt man, die Streifen erinnern an Felder, die sich im Wasser um die Insel herum erstrecken. Wir wollen den geheimnisvollen Ort sehen und reisen nach Südkorea. Die Inseln gehören zum Bezirk Wando. Vom Land aus kann man noch nicht allzu viel erkennen. Wir sehen vor allem Bojen, soweit das Auge reicht. Immer wieder fahren dort Boote hin und her. In einem kleinen Hafen fragen wir einen Bootskapitän, ob er uns rausfahren kann. Es dauert nicht lang und wir sind ganz nah dran und sehen, das Ganze hier hat etwas von Feldern auf dem Meer. Ein Fischerboot kreuzt unseren Weg. Der Kapitän will uns erklären, was es mit den Netzen auf sich hat. Das Boot entpuppt sich als Erntemaschine. Es fährt über die Netze, die dann über den Bug gezogen werden. Oh Nam Tsong fährt schon sein Leben lang auf See. Er ist Algenfischer. Tatsächlich, an den Netzen wachsen Algen. Die nennt man in Korea Gim. Wie ein Mähdrescher auf dem Acker fährt das Boot unter den Netzen durch. Rotierende Messer schneiden die Algen von den Netzen. Zurück bleibt eine schwarze Algenmasse. Sieht nicht sehr appetitlich aus, ist aber nicht nur in Korea begehrt. Bis zu 850.000 Tonnen davon werden hier jedes Jahr geerntet. Das Gim aus dieser Region gilt als das Beste in ganz Korea. Gerade mal 2 Minuten braucht die Crew, um ein Netz zu ernten. Das Gim wird in 120 Kilo-Einheiten verkauft. Wir ernten also knapp 50 Einheiten am Tag. Allein 6000 Kilo pro Tag kommen auf diesem Boot zusammen. Ein echter Knochenjob für die Mannschaft. Nach der Ernte geht es zurück in den Hafen. Bevor wir sehen, was mit den Algen weiter passiert, wollen wir noch wissen, was es mit den Kästen auf sich hat. Das wollen wir uns aus der Nähe ansehen. Viele zusammengebundene Stege. Hier kommt sogar ein Kran zum Einsatz. Was holen die Arbeiter hier raus? Sieht auf den ersten Blick auch nach Algenanbau aus. Nein, das ist nur das Futter für die Schnecken, die wir hier ernten. Schnecken? Sie sehen eher aus wie Muscheln. Es sind aber tatsächlich Schnecken. Seeohren, auch Abalone genannt, sind in vielen asiatischen Ländern eine Delikatesse, auch in Korea. Die Schnecken werden mit Wasser und Spachteln von den Steinplatten entfernt. Früher mussten die Fischer im freien Meer nach den Schnecken tauchen. Heute züchtet man sie an Steinplatten. Die Algen sind das perfekte Futter für die Tiere. Die Schnecken sind eine exklusive Delikatesse. Ein Exemplar braucht etwa 3 Jahre, bis es groß genug ist, damit es verkauft werden kann. Um die 1200 Seeohren sammelt die Besatzung jeden Tag. Bei den großen ergeben 10 Stück etwa 1 Kilo. Das kann ich für 40 Euro verkaufen. Bei den kleinen sind es etwa 30 Stück pro Kilo. Sie sind ungefähr die Hälfte wert. Die Schnecken werden insgesamt in 14 verschiedene Größen sortiert. Im Restaurant kostet ein solcher Teller dann stolze 90 Euro. Abalone werden meist roh gegessen, man kann sie aber auch braten. Aber was passiert denn jetzt mit den Algen? Die Gimfischer sind mittlerweile in den Hafen zurückgekehrt. Die ersten Käufer schauen sich die heutige Ladung an.
Die Algen werden direkt auf den Booten für den Abtransport verpackt. Das ist Schwerstarbeit, denn die nassen Algen sind schwer und kleben aneinander. Geerntet wird Gim immer zwischen Dezember und März. Für die Fischer der Region sind die Algen die wichtigste Einnahmequelle. In einer Auktion bieten die Käufer auf jede Schiffsladung. Je nach Qualität bekommen die Fischer für einen Sack zwischen 60 und 75 Euro. Die frischen Algen kommen anschließend zu Fabriken wie dieser. Und hier verwandeln sie sich in Sushi-Blätter. San Pilso ist der Fabrikleiter. Und als solcher muss er die Ware natürlich probieren. Und ganz nebenbei lernen wir noch, Algen eignen sich nicht nur zum Essen. Nach einem harten Arbeitstag entspannen sich die Arbeiter hier gerne bei einem Algenbad. Die Algen dienen dabei als Handtuch und gleichzeitig als Snack für zwischendurch. Wir entdecken hier ganz neue Seiten an der Alge. Die meisten Algen landen aber nicht im Bad, sondern in der Fabrik. Jeden Tag fährt der LKW hier mit der begehrten Ware vor. Von diesen Säcken bekommen wir jeden Tag 120 Stück. Diese Ware ist die beste, die Sie bekommen können. Ich probiere sie immer selbst. Die Algen kommen erstmal in Wasserbecken. Dort werden sie aufgelockert. So bekommen die Algen mehr Sauerstoff und bleiben länger frisch. San Pilso will uns den Rest seiner Produktion zeigen. Die Sushi-Blätter, die seine Fabrik herstellt, gelten weltweit mit als die besten. Ja. Hier wird erstmal alles rausgefiltert, was keine Algen sind. Dann werden die Algen zerkleinert. Denn in ihrer jetzigen Form kann man sie nicht verarbeiten. Wir müssen das so klein hacken, weil es sonst unmöglich wäre, aus diesen Algen überhaupt ein Sushi-Blatt zu formen. Im nächsten Schritt werden die Algen noch mit Süßwasser gewaschen. Auch hier ganz wichtig, immer mal wieder zwischendurch probieren. Wir waschen die Algen hier, um das Meersalz zu entfernen. Denn das Endprodukt soll möglichst nicht salzig sein. Mit Wasser vermischt geht es dann in die Abfüllanlage. Das Verhältnis von Wasser und Algen bestimmt, wie dick später das Sushi-Blatt ist. Diese Maschine bringt die Sushi-Blätter durch Stanzen in Form. Schwämme tupfen dann noch überflüssiges Wasser ab. Fertig. Jetzt müssen die Blätter getrocknet werden. Das passiert in diesem knapp 28 Meter langen beheizten Bereich. 2 Stunden lang bleiben die Blätter hier drin. Und damit wäre gleich noch das Geheimnis gelüftet, woher die Algenblätter für unsere Sushi-Restaurants kommen. Aber auch in Korea kommen die Algenblätter oft zum Einsatz. Denn die Koreaner haben ihre eigene Art von Sushi. Das Gimbap sieht aus wie Sushi. Es kommt aber kein Fisch rein, sondern meist nur Gemüse, Schinken und Ei. Hier werden die Blätter in Sesamöl geröstet und anschließend gesalzen. Durch den Röstprozess bekommen sie eine grüne Farbe. Dae Myung Lee hat täglich mit gerösteten Sushi-Blättern zu tun.
Genug hat er deshalb davon aber noch lange nicht. Ich habe Kinder zu Hause, die das gerne essen. Daher ist es mir wichtig, dass wir einwandfreie, natürliche Produkte herstellen. Auch ich esse das immer noch sehr gerne. Aber warum ist gerade die Region hier eines der weltweit größten Algenanbaugebiete? Wasser gibt es doch auch woanders. Aber hier in Wandu ist die Wasserqualität besonders gut. Ideale Bedingungen also für Algen und Schnecken. Die gerösteten Algenblätter werden nun noch zurechtgeschnitten und anschließend verpackt. So landen sie auch in Asialäden bei uns in Deutschland. Und jetzt kennen wir auch das Geheimnis der seltsamen Streifen im Meer vor Südkorea.